los geht ab, willkommen zurück zum letzten Humble Talk mit Deutschland. Ja, was soll man sagen, das Spiel heute war einfach, es war enttäuschend und man weiß auch gar nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben uns in der ersten Halbzeit so reingehangen, wir lagen 1-0 zurück, da war noch alles möglich und dass man dann am Anfang der ersten Halbzeit 7 Bälle in 9 Angriffen verliert und dann 7 Gegentore kassiert, weil der Torwart draußen ist und man diesen scheiß 7. Feldspieler bringt, das ist einfach nur bitter und gerade gegen Spanien, wo wir gewonnen haben im Finale, das ist einfach nur bitter. Wir haben zwar nicht so hoch verloren wie die Spanier damals, aber es ist trotzdem bitter. Und vor allem hier den Kohlbacher, warum hat er den nicht vorgebracht? Ich fand, den hätte man viel früher bringen müssen. Und unserem Torwart Andreas Wolf, genauso wie Silvio Heinevetter, gerade in der Schlussphase kann man nichts vorwerfen. Die beiden haben super gehalten. Mehr kann ich dazu nicht sagen, die haben super gehalten. Dass die beiden enttäuscht sind, ist doch klar. Das ist doch, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Und wir hatten damals halt 2016, wo wir überraschend Europameister wurden, da hatten wir keinen Druck. Wir hatten einfach diesen Druck, weil keiner mit uns gerechnet hat. Und deswegen sind wir damals überraschend Europameister geworden. Jetzt haben wir Druck und haben halt dieses Problem, dass wir damit nicht klarkommen, auch mit dem neuen System meiner Meinung nach auch nicht, auch mit dieser halt Angriffsschwäche, was meiner Meinung nach was damit zu tun hat. Ja, was meint ihr, wer wird Europameister? Schreibt es in die Kommentare.